die Frage bei dir, auffällig bei dir, ist gut eigentlich, aber wenn die ja, relativ steil da, ja. Hast du versucht, die Abschwungebene, das wird schwierig jetzt, da kann man nicht wieder, hast du versucht, eben die Abschwungebene, normaler Sprung. Okay, aber du denkst nicht nach, oder? Nein, natürlich. Also nochmal, es ist etwas eben für heute, als Golfler natürlich habe ich das Bedürfnis nicht unbedingt eben alle Golfschwünge irgendwelche Tipps zu geben. Also bei dir würde ich auch eher vorsichtig sein wollen, weil da gibt es ein paar Dinge da, dabei sind, die individuell sind und die sind, die sagen, dass wir nicht unbedingt umstellen sollen. Okay. Aber das würde, das ist genetisch wahrscheinlich, das würdest du immer haben. Ne? Ich würde aber trotzdem die Zeit nehmen, eben richtige Mal, wenn du das noch nie gemacht hast oder nicht in letzter Zeit, du kriegst den Ball eigentlich gut. Ich habe es noch nie gemacht. Ja. Dann machst du mal richtige Video, die GoPro so alle arbeiten jetzt, mit Videokamera oder mit Messgeräten, so wie Track on a Flight Scope, dass du dich auskennst. Ja, und dann musst du die Entscheidung treffen, okay, will ich meine Schwungebene ein bisschen umstellen, dass ich weniger steil zum Ball hinkomme oder nicht. Ja? Okay. Und jemand, der ein bisschen Ballgefühl und sportlich und talentiert ist, und ich schätze dich auch so, es zahlt sich aus. Aber es kann natürlich eben sein, dass du im ersten Saison nicht schlecht spielst, aber du denkst mir nach. Okay. Das würde ich ernsthaft eigentlich überlegen. Okay. Aber da gibt es ein paar Dinge, die ich sehe schon, aber nicht ein Quick-Fix-Tipp, das ich eigentlich jetzt für heute eigentlich sagen würde. Okay. Zeig mal, die Gefahr schon markiert. Ja. Die Kleinigkeit, das ist doch relevant. Würde ich die linke eine Spur meiner Kreisteil. Okay. Winzig. Du würdest dann die Bälle eher links schlagen, wenn du von außen kommst. Ja. Aber die Position ist besser. Und das ist grundsätzlich die Voraussetzung, es hat keinen Sinn, von innen zu kommen mit der Handstellung, was du gehabt hast. Aber du hast ein bisschen Also ich habe extremes, also mittlerweile ist es besser, aber ich habe das Problem, dass ich außen innen komme. Ja, das meine ich. Ja. Aber da gibt es keinen Quick Fix. Ja. Ja. Ich habe es schon heute ein paar Mal gezeigt, was man beachten muss bei der Einleitung, dass die Arme hinuntergehen. Ja. Aber ich weiß aus Erfahrung, wie gefährlich sowas sein kann. Mit diesem Quick Fix, und da bin ich immer sensibel, weil ich will nicht, dass einer weggeht. Der Dulli hat mir was gesagt und das nützt mir nicht. Ja, okay. Ja, nein.